Also ich denke, dass es ein Liebesfilm, eine Ode ans Leben ist. Was ist die richtige Entscheidung? Was ist das richtige Leben? Was zählt? Und ich glaube, das ist so toll geworden. Und das ist, weiß ich nicht, ob ich jemals noch mal einen Film mache, der dieses Gewicht auf den Schlitten bekommt, zu sagen, das Leben ist hart, aber schön. Lebt es, liebt es, entscheidet euch für die wichtigen Dinge. Das ist doch wundervoll. Ja. Das Zollhaus. Der Gast um Bauernhof unserer Oma Bertha steht kurz vor dem Aus. Und meine kleine Schwester Monika, die vorher ein freies Leben geführt hat, hat sich entschieden, dorthin zu gehen, um den Familienbetrieb vor dem Untergang zu retten. Ich möchte jetzt ein Jahr beobachten, wie unsere Oma und meine Schwester diese Aufgabe gemeinsam bewältigen. Ich glaube, Moni hatte wirklich andere Sachen zu tun, als um 5 Uhr in der Früh morgens in einem November im neonfarbenen Badeanzug aus dem Nebel zu laufen. Für die Moni würde ich sagen, sie hat nur für mich mitgemacht. Also meine Oma ist ja schon ein bisschen, die ist Wirtin. Die ist geborene Protagonistin. Meine Oma war eigentlich ihr Leben auf einer Bühne gestanden. Und die Gäste waren ihr Publikum. Und deswegen, glaube ich, war es für die Oma relativ leicht. Die Oma war sie wie so ein Rambock, ist jeden Morgen um 8 aufgewacht, hat ihre To-Do-Liste, die so lang ist, die Moni jeden Tag um 6 aufgewacht mit einer To-Do-Liste, dann wir als Filmteam auch noch irgendwie um 7 dann rein, schon die Oma gefilmt beim Aufwachen, dann die Moni gefilmt beim... Das heißt, jeder war so, wir sind noch wichtiger und noch wichtiger. Und dann arbeiten so 3 Zellen, ziehen jeden Morgen in den Krieg und wissen gar nicht gegen was. Und das hat uns nicht wirklich verbunden. Wir standen auf der Beerdigung von der Mama, die Oma, die Moni und ich, und gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat die Oma gesagt, wir drehen den Film weiter, weil die Mama das gewollt hätte. Und die Moni hat gesagt, wir drehen den Film weiter, weil die Mama das gewollt hätte. Und ich. Und dann war es auch nicht mehr so ein Gegeneinander, dass ich kam und gesagt habe, ja, hier der Film, sondern das war dann mehr wieder mehr ein Miteinander, weil wir alle entschieden haben, dann nicht mehr Hanna kommt und macht den Film, sondern nein, wir jetzt zu in unserem Team machen diesen scheiß Film zu Ende. Weil wir ihn angefangen haben. Und dann gehst du einfach nur durch. Du machst einfach weiter. Also wie die Oma halt. Die auch immer nur weiter. Das ist ja, was ich meine. Ich kann das gar nicht erklären. Man macht weiter, weil man weiß nicht, was man sonst machen soll. Und was ich gelernt habe, dass ich mir vertrauen kann. Das ist so toll, weil wir hatten so viele Probleme. Verstehst du, wir haben einen Film gedreht, wo die Mama stirbt. Wir hatten kein Material von der Mama. Und dann zu sagen, ich kriege das jetzt hin. Ich mache einen ganz eigenen Weg. Ich mache eine ganz eigene Dramaturgie. Ich werde dieses Problem lösen. Mir das zuzutrauen und es geschafft zu haben. Dass jetzt da ein Film ist, der so in sich fertig wirkt und in sich geschlossen und gültig. Das ist was, wo ich wirklich stolz auf mich bin. Ja, das habe ich gelernt. Mir zu vertrauen.